Willkommen zu Let's Play New Super Mario Bros. 2. Wir hatten vor ein paar Wochen das Let's Play zum DS-Teil der New Super Mario Bros. Serie. Jetzt startet das Let's Play zum 3DS-Teil, 2012 erschienen. Ja, und im Januar wird New Super Mario Bros. U unter dem Namen New Super Mario Bros. U Deluxe nochmal neu für Nintendo Switch veröffentlicht mit den Inhalten von New Super Luigi U. Ich dachte mir, es würde einfach passen, wenn ich vorher noch diesen Teil spiele und dann haben wir alle New-Titel in richtig guter Qualität. Den Wii-Teil, den habe ich ja vorher schon in, ja, würdiger Video- und Audioqualität gebracht. Nur der hier fehlt halt noch. Habe ich zwar damals gespielt zu Release oder kurz später, aber es war eines der ersten 3DS-Let's Plays, wo einiges noch ein bisschen unstimmig war. Tonqualität, der Ton war ziemlich leise, weil es noch einen Störsound gab und so weiter und so fort. Und ja, auch dadurch, dass es jetzt schon über 6 Jahre her ist, ach, wo ist die Zeit nur hin, können wir uns das doch mal gönnen. Auch wenn viele es ein bisschen kritisieren und zu leicht finden etc. pp., ist es, denke ich mal, doch immer noch ein solides Mario Jump'n'Run. Okay, dann let's go! Ihr habt schon gesehen und ihr wisst es bestimmt auch, der Fokus in diesem Spiel liegt auf dem Münzesammeln. Eine Sache, die lange Zeit irrelevant war und für mich auch in diesem Teil noch ist. Das heißt, für mich ist der Hauptfokus des Spiels irgendwie ein bisschen... Es ist okay, dass man nochmal drauf aufmerksam macht in einem Game, aber hier ist der alte Spielstand und wir starten neu. Die Story bleibt gewohnt simpel. Dieses Mal sind die Tanukis wieder mit am Start, wie ihr direkt erkennen könnt. Mario und Luigi verabschieden sich von Prinzessin Peach, um einfach mal gepflegt mit dem Tanuki-Schwanz um die Häuser zu ziehen, durch die Lüfte zu schweben und Münzen einzusammeln, denn so verdient man sich sein Geld im Pilzkönigreich. Doch sie sind keine 20 Sekunden vom Schloss weg, haben auch schon die Koopalinge die Prinzessin entführt. Warum stellte sich kein Bodyguard ein? Das ist doch abgesprochen. New Super Mario Bros. 2 erinnert in vielerlei Hinsicht an den DS-Teil, den wir hatten. Bessere Grafik, weil 3DS statt DS, aber ihr seht allein die Aufmachung der Map, als auch das Tragen eines Items. Im Wii- und Wii U-Teil kann man sich ja quasi ein wenig was behalten im Inventar auf der Karte. Während im DS- und 3DS-Teil das mitten im Level passiert, aber dafür halt nicht auf der Karte und nicht wirklich viel. So, diese Blöcke sind relativ neu. Obwohl in Super Mario 3D Land gab es die auch schon, aber jetzt eben auch in 2D Notenblöcke sind am Start. Es sieht einfach schon besser aus, ja. Wer die Grafik kritisierte im DS-Teil, hier ist sie besser. Ist aber auch, lass mich lügen, 6 Jahre später erschienen, dieses Spiel. Ba, 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 da. Ganz viele Münzen müssen wir sammeln, warum auch immer. Ihr kennt die Problematik, ne? Wenn jeder mehr Münzen hat, oder generell auch im Real Life, wenn jeder mehr Geld hat, weil, keine Ahnung, zu viel gedruckt wurde, oder... Ja, lass mich lügen. Weil Geld vom Himmel fiel, dann herrscht Inflation. Da hat jeder zwar viel Geld, aber es wird dann halt auch alles teurer. Das ist der Punkt. Egal, zerbrechen wir uns nicht darüber den Kopf. Es ist halt wirklich so, im ersten Super Mario Bros. Fürs NES, was wirklich noch knifflig war, um da durchzukommen, brauchtest du extra Leben. Schade, ich dachte mir, ich war ein bisschen schlafsäblich oder optimistisch, das zu bekommen, egal. Die Münzen kann ich auch an anderer Stelle bekommen. Diese Head war neu, aber Moment mal. Uns fehlt noch eine Starcoin. Ah! Das musste passieren. Obwohl, ich habe eine Feuerblume. Ich Held vom Dienst. Kann ich vielleicht... Muss wahrscheinlich irgendwo zurückgehen. Oder eine Röhre nehmen. Die schießt mich hoch. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. So vom Levelverlauf und all das. Ein paar kleine Gimmicks.
Aber man muss sagen, dass dieser Teil auch nicht so viele Neuheiten rübergebracht hat. Alte Bosse kehren zurück. Ja, und diese Spinnennetze, die in der Luft schweben, die gab es vorher nicht so in einem Mario Game, aber das ist jetzt nicht so revolutionär. Ihr könnt ja mal eure Erfahrungen mit diesem Spiel in die Kommentare schreiben. Es hat sich sehr gut verkauft. Machen 2D Marios immer. Und habt ihr es? Und wenn ja, wie findet ihr es? Und vor allen Dingen, wenn ihr einen Vergleich ziehen könnt zu anderen New Super Mario Bros. Teilen oder zu allen 2D Marios. Es ist halt, ich finde, es wurde zu einem eher ungünstigen Zeitpunkt released. Weil damals wurden auf einen Schlag der 3DS-Teil und der Wii-U-Teil angekündigt. Damals erst noch als New Super Mario Bros. Mii bekannt. Der Wii-U-Teil. Und die erschienen beide 2012. Das war ein bisschen zu viel. Es wäre eventuell schlauer gewesen, sich das noch ein bisschen hinauszuzögern. Oh, dammit. Sorry, Koopa. Aber ich könnte das so tun. Oh, da ist sogar eine Starcoin drin. Na, prima. Und da kommen wir so ran. Wie immer, 3 pro Level. Und hier verbirgt sich auch etwas. Bloß aufpassen, dass in den Welten nicht etwa Secret Exits da sind. Wenn ja, wollen wir sie haben. Denn es gilt natürlich, die 100% zu ergattern in diesem Game, in diesem Let's Play. Ich bin da guter Dinge. Also viele behaupten, das Spiel ist der einfachste Teil. Vielleicht wird ein bisschen suggeriert durch die vielen, vielen extra Leben, die man bekommen kann, einfach weil an jeder Ecke Millionen Münzen liegen. Und Wunder, oh Wunder, auch der Mini-Pilz wird wieder da sein. Den wird es auch wieder geben. Genauso wie den Megapilz. Yeah! Aufpassen. Na gut, ich will jetzt keine Röhren zerstören. Eventuell brauche, aber ich denke mal, hier ist das noch nicht der Fall. Ups. Nein! Wow, das war ja knapp, oder? Die Stampfwörter hat nicht mehr funktioniert. Bummitz, bummitz, bummitz. Tja, ja, und von mir aus können die auch New Super Mario Bros. 3 raushauen. Von mir aus auch wieder für 3DS, wenn sie meinen, dass die New Super Mario Bros. U, sag ich mal, porten auf die Switch. Sei es mit Peachette. Einige hätten sich vielleicht Bowsette gewünscht, aber nein. Mit Peachette. Das ist nicht wirklich ein Argument. Aber immerhin öffnet man auch potenziellen Switch-Spielern die Möglichkeit, ein 2D Mario auf der Switch zu bekommen. So, wir blechen. Wir können blechen, wobei. Na gut. Immer alles bezahlen. Musste man in diesem Teil wirklich jedes Toadhaus besuchen oder ist das rein optional? Jetzt gucken wir uns das einfach mal an. Ist wieder einfach Todsworth da und gibt uns ein Item. Na, es ist ein normaler Toddy. Baba! Und man kann wählen. Na gut, ich habe ja die Feuerblume unten in Reserve. Bin euch jetzt. Ich werde euch wahrscheinlich nicht den unteren Bildschirm dauerhaft einblenden. Habe ich jetzt vermutlich gemacht und ihr seht es jetzt einfach mal im Level nochmal kurz. Einfach hat man auf dem unteren Bildschirm noch ein bisschen, wie halt im DS-Teil, ne? Wo es kein Problem war, beide Bildschirme zu zeigen, weil das vom Format her einfach gepasst hat. Aber ich denke, der untere Bildschirm ist sehr unnötig. Die Punktzahlen, die Münzen und so. Vor allem die Münzen sieht man ja auch oben links auf dem großen Bildschirm. Welche Items man in Reserve hat, die man sich auch rausholen kann. Ich gehe jetzt einfach mal, ne, ins Inventar und hol mir den. Das kann ich machen, aber ich bin ja da. Ich rede ja mit euch. Und auch wie viele Starcoins man schon hat, das kann ich euch mitteilen. Da war ich blind, weil ich nicht richtig aufgepasst habe. Deswegen bin ich für die Variante, dass wir auf Vollbild spielen. Man kann es nie allen recht machen, aber ich glaube, es ist einfach sinnvoller, als das viel einzustrecken oder einzudrücken für einen kleinen Bildschirm, der einfach nur Statistiken anzeigt und nicht wirklich relevant ist. In diesem Teil gibt es ja noch nicht mal mehr das Gimmick, dass man auf den unteren Bildschirm wechselt, wenn man ein bestimmtes Areal erreicht. Das hatten wir beim DS-Teil. Ich dachte, diesmal kommt wieder die 50. Na, ich krieg die noch. Das hatten wir beim DS-Teil.
Das ist hier aber auch nicht so. Wir hatten vorhin schon den Röhrenwechsel in die Höhle. Das wüsste ich allerdings auch noch und das erspart mir auch wieder Arbeit. Im Vergleich zum zuletzt gesehenen New Super Mario Bros. Für den DS. Rote Münzen nach deiner Zahl. Gibt aber meistens ein eher optionales Gimmick. Tanuki-Blatt, das ich verloren habe, um da ranzukommen. Aber damit könnt ihr diese Starcoin erhalten. Und es ist die dritte von drei. Uns fehlt noch die zweite. Das sehe ich auf dem unteren Bildschirm, aber ich kann euch das ja sagen. Ja? Es ist ja kein Walkthrough, unkommentiert, wo ihr euch denkt, warum geht der Typ jetzt zum Geier zurück? Wir kommunizieren, ich bin ja da. Die Frage stellt sich mir allerdings schon, da oben war die erste Starcoin. Vielleicht sollten wir einfach oben bleiben, uns oben umschauen. Was meint ihr? Oder gibt es... Ach guck, das ist eine Röhre. Na bitte, Brigitte. Wow! Und wie erwähnt, Januar, auch wenn ich mir lieber ein neues Spiel gewünscht hätte, zocken wir auf der Switch New Super Mario Bros. U Deluxe. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Yes, habe ich es doch hinbekommen hier. Fällt zwar die Hälfte fast in den Abgrund, aber... aber, rababa, das passt so. Mario Number One. Nicht Mario Time, Mario Number One. Ja. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Verdienen wir uns mal ein paar Extra-Leben hier unten bei dem grünen Todhaus. Ach, so viele Sternmünzen habe ich ja nicht mal. Verdammte Axt. Die nehmen es aber auch von den Lebenden. Was diese Gesamtmünzzahl angeht, die beläuft sich pro Modul. Das kann man zwar vielleicht auch irgendwie löschen, aber es sind jetzt einfach die gesammelten Coins, auch aus dem alten Let's Play oder was privat mal gespielt wurde, keine Ahnung, alles zusammengezählt. Bei 1 Million gibt's die besagte Statue, ihr kennt die bestimmt, aber so hobbylos bin ich nicht. Ein neuer Gegner, der mit Draufspringen nicht zu erledigen ist. Ich frag mich, ich probiere ein bisschen aus, weil ich weiß nicht mehr genau. Ist außerhalb dieses Spiels auch gar nicht mehr groß in Erscheinung getreten, oder? Ich glaube, der wird auch nicht so zu besiegen sein. Doch! Knochen-Piranha-Pflanze! Es ist insofern sehr interessant. Knochentrocken ist ja ein alter Hut, ne? Ist ja quasi das Skelett eines Koopas. Das war mal fast creepy. Aber Knochen-Piranha-Pflanze? Really? Ich meine, ich bin jetzt kein großer Botaniker, ja? Aber Pflanzen, meines Wissens, die Anzahl der Knochen in einer Pflanze, ich meine ja nur. Gut, dann ist einfach ein Knochenmonster, das aussieht wie eine Piranha-Pflanze. So kann man es stehen lassen, denke ich. Habt ihr schon Items voll? Oder Power-Ups, gute Power-Ups? Bekommt ihr extra Leben, wobei ich gerne was für die Reserve gehabt hätte. Generell! In diesem Spiel nicht nur ein bisschen auf Münzen gesetzt, sondern viele Gegner tauchen einfach auf als Knochenform auf. Ist das optional? Komme ich dann rechts wieder raus? Und hier sind Knochen-Gumbas. Wobei es eher aussieht, als hätten die einen Schädel übergezogen. Ich weiß, was hier in diesem Raum abgeht. Ich werde euch gleich aufklären, aber wir spielen erstmal ganz normal weiter. Na, guck mal. Da links sind Röhren. Und irgendwie habe ich Bock zu versuchen, ob man da rein kann. Ich kann der Versuchung nicht widerstehen. Das alles. Liebes Spiel, verkaufe mich nicht für bekloppt. Ich bin vielleicht bescheuert, aber blöd bin ich noch nicht. Kleiner, aber feiner Unterschied. Bescheuert sein kann man sich nämlich aussuchen. Blöde können gar nichts. Schöne kleine Schlangenblöcke, die es auch noch gechillt angehen, weil wir in der ersten Welt sind. Hier fällt das Schild immer wieder runter. Ein agiles Schild. Ich habe selten Schilder gesehen, die sich so viel in der Welt bewegen. Von selbst.
Epic Nase. So. Auch nichts weiter. Mal sehen, wer uns hier als Boss erwartet. Dun-dun-dun-dun. Reznor! Ein Zwischenboss, den man schon aus Super Mario World kennt und seitdem nicht mehr gesehen hat. Ich wäre fast gestorben, weil mich die Plattform eingequetscht hätte, um den zu besiegen. Hallo, Roy. Bleib dir selbst, Troy. Du bist der Roy. Ja. Die Prinzessin wird da rumgeschleppt von einer Burg oder von einem Turm zum nächsten. Was hat dieser Block hier zu bedeuten? Den gucken wir uns doch direkt mal an, oder? Nur wegen dem Block gehe ich jetzt nochmal in diesen Level, natürlich. Moment, warum habe ich 7 Starcoins, weil ich 3 schon ausgegeben habe? Trotzdem kommt das ja nicht hin. Nee, ich habe 5 ausgegeben. Dann kommt es wieder hin. Ja, also bei diesem Block, wenn er erscheint, da kriegt man das auch einfach. Irgendwie will das ganze Spiel einem die ganze Zeit darauf hinweisen, sammel Münzen. Und das eigentlich nur für den Titelbildschirm. Oh, damit. Und hier gibt es halt nicht mal wirklich was. Ich frage mich zwar auch, was die Belohnung hätte sein können. Weiß nicht. Spiel mit einem besonderen Charakter? Don't know. Ist halt blöd, wenn du alles schon tausendfach durchgespielt hast. Was willst du dann noch mit dem besonderen Charakter durchspielen, ne? Aber man bekommt einfach nur goldene Statuen und so ein Quatsch. Für jede Menge Coins. Deswegen, ich werde auch keinen besonderen... Das habe ich noch gar nicht richtig zu Ende geführt. Also in Super Mario Bros. 1, da brauchtest du die Leben. Du hast Münzen gesammelt, um auf 100 Münzen zu kommen für ein Extra-Leben, weil du die echt gebraucht hast. Aber schon in Super Mario Bros. 3, gut, da vielleicht noch ein bisschen. Aber spätestens ab Mario World waren die Münzen zwar da, aber... Und sie haben auch ein Extra-Leben gegeben, ja. Bei 100 Stück. Aber ernsthaft? Wer geht hin und sammelt intensiv Münzen? Und in der New Super Mario Bros. Serie wird das sowieso... vernachlässigt. So, wir gehen einfach mal nach rechts in der Situation. Findet ihr das gut? Findet ihr das gut? Ich habe mich dran erinnert. Vielleicht bin ich manchmal gar nicht so vergesslich, wie ich tue. Aber hier gibt es einen Secret Exit! Habe ich mich aber nur spontan dran erinnert, als ich es gesehen habe. Ich war nicht darauf vorbereitet. Kanonen gibt's auch wieder, da könnt ihr abkürzen und zu späteren Welten gelangen, wenn ihr das unbedingt wollt. Aber kommt schon, ihr habt euch das Spiel gekauft, damit ihr die Level spielen könnt, also spielt die Level! Ich finde es halt auch ein sehr einsteigerfreundliches 2D-Mario, weil das recht einfach ist. Wer sich auskennt, sammelt die Starcoins. Die sind oftmals ganz gut oder knifflig versteckt. Nicht immer. Aber kommt vor. Und jetzt verdienen wir uns extra Leben, weil wir die so dringend brauchen. Ich sehe eher die Challenge. Aber was muss ich machen? Ich habe einen Boxhandschuh. Ich muss möglichst viele Leben erwischen, oder wie war das? Alter, okay. Jetzt habe ich nicht mehr im Urin. Okay, die angeboxt sind, verdienen wir uns. Verstehe. Da denken wir, ich werde mal noch Gelegenheit haben, das näher zu üben und zu perfektionieren. Das Game hat auch DLCs vorgebracht. DLCs in der Tat. Mit besonders schweren Leveln oder wo man besonders viele Münzen sich verdienen kann. Direkt nochmal. Mal sehen, ob es ein anderes Spiel ist. Etc. pp. Nee, direkt dasselbe Spiel nochmal. Da kann ich mich erstmal wieder noch verbessern. 6 Leben waren es eben. Wie viele jetzt? Okay, Ich wollte die ganz links noch bekommen. Das war jetzt nicht mehr, ne? 6 Stück wieder. Oder habe ich... Ja, mei. Anfang war vielversprechend, aber dann gegen Ende. Kanonen werden wir auch aktivieren, aber erst, wenn wir die entsprechenden Welten freigeschaltet haben. Also ich sehe auf dem unteren Bildschirm, den ihr nicht sehen könnt, 6 Welten und 2 Spezialwelten. Das ist schön. Das freut mich. 1-4. Und wir haben schon 30 Leben, Mann. Oh, wie schön. Es war auch mal wieder eine Rückkehr der Tanuki-Blätter. Die hat man echt lange Zeit nicht gesehen. Nachdem sie in Super Mario Bros. Oh, alle Gegner werden golden. Da muss ich
das so machen, glaube ich. Ah, der Koopa-Panzer wäre jetzt aus dem Bild, weil sonst hätte er es gerockt. Sorry. In Super Mario Bros. 3 gab es das Tanuki-Blatt. Wurde von uns Europäern lange als Waschbär bezeichnet, selbst in den Trophäen von Super Smash Bros. Melee. Andere sagen, so ist es ein Waschbär. Und mit dem kompletten Anzug ist es ein Tanuki, aber das kann ich auch nicht bezeugen. Meinen Recherchen zufolge ist beides ein Tanuki, nur halt komplett angezogen oder nicht komplett angezogen. Das kann jeder sehen, wie er möchte. So. Und das große Comeback des Tanuki Mario gab es dann... Ach, sieh mal einer an. Gab es dann in Super Mario 3D World. Das, naja... 3D-Mario-Spiel mit 2D-Level-Charakter. Kennt ihr bestimmt. Haben wir auch schon zweimal Let's Played. Der Nachfolger für Wii U. Super Mario 3D World ebenfalls. Hab ich eben schon World gesagt. 3D-Land für 3DS. 3D-World für Wii U. Ah, jetzt habe ich nochmal die Chance. Da ist ein Koopa. Ja, werf den. Folg ihm! Wenn man die ganze Zeit rennen muss, um irgendwas Geiles zu bekommen... Habe ich halt die Angst, was zu verpassen. Und das sind mir Münzen definitiv nicht wert. Und nach Super Mario 3D Land ist er hier auch in 2D nochmal aufgekreuzt. Der Tanuki. Warum nicht? Muss man sich nichts Neues einfallen lassen. Ist in Ordnung. Das wäre es auch schon für den ersten Part gewesen. Wir kommen ja ganz gut voran. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet bei New Super Mario Bros. 2. Wir haben Spaß. Solides 2D Mario kann man sich gönnen. Ran an die Starcoins. Ist der Daumen oben, werd ich euch loben. Und ich sage erstmal, bis dann und ciao.